Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast Monster. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet, was ich euch aber später zeige, weil ich muss nämlich erst noch mal in die andere Dimension meine Quarries anschmeißen. Und jetzt leckt es gerade. Jedenfalls habe ich ein bisschen. Ach nee, ich brauche bloß diesen machen. Offline ein bisschen gespielt. Beziehungsweise offscreen, wie man das so schön sagt. Und habe mir jetzt hier noch so ein, oh, ernsthaft, jetzt fängt es wieder an zu regnen. So ein Fluid Import Bus geholt, beziehungsweise gebaut, damit die DNA endlich mal verschwindet. Hier unten ist dann der Tank drinne. So, des Weiteren habe ich hier noch eine Kiste stehen, auf die ich später zurückkomme, beziehungsweise darauf zukomme. Dann habe ich mich noch ein bisschen um meine Bienchen gekümmert. Und zwar haben wir jetzt eine Nobeldrohne, Nobelkönigin. Freue ich mich richtig. Ich habe dort echt jetzt, ich weiß nicht, eine halbe bis eine Stunde daran rumgesessen, damit die funktioniert, damit die da ist. Des Weiteren habe ich mir hier jetzt noch diesen Monitor geholt. Und man sieht, 19 Diamanten sind da drinnen. Natürlich alles aus den beiden Quarries. So, des Weiteren habe ich mich nochmal in der anderen Welt umgeguckt, hier, wo wir die Quarry stehen haben. Und da habe ich was gesehen, was mir sehr, sehr gefällt. Und hier regnet es auch, um Gottes Willen. Und zwar, unsere Quarries stehen ja da hinten. Sieht man ja schon den Arm hin und her wedeln. Aber hinter uns habe ich dann noch gesehen, dass es ein schönes Schneebiom gibt. Ohne Bäume, ohne gar nichts. Habe ich mir gedacht, dass ich hier unsere Quarries hinstelle. Alle beide. Auf maximaler Größe. Und hier dann unser Zeug eben halt erstmal her, und bevor wir uns dann in die andere Mining-Welt dann begeben. Die meiner Meinung nach immer noch ein bisschen besser ist als die. Ja, danke. Als die jetzige, weil. Da ist eben halt wirklich nichts von irgendwelchen Bäumen, beziehungsweise noch weniger als hier. Dann habe ich mich hier drin auch noch tierisch verlaufen. Und musste mir erstmal dann einen Weg zu zu meinem Ausgang suchen. Ich habe ungefähr gewusst, wo der ist, aber gesucht wie einen bösen Fänk, bis ich ihn dann irgendwann mal gefunden habe. Und eigentlich müsste man die Ausgänge ja auf der Karte sehen. Das Problem bei dem Ausgang war bloß, dass der unter einem Haufen Bäumen versteckt war. Deswegen habe ich dann da hinten Kahlschlag gemacht. Ich gehe hier weg, ist mir zu viel. Deswegen habe ich dann hier einen Kahlschlag gemacht, wo ich dann endlich auf der Karte auch sehe, wo der Ausgang ist, und zwar hier. So, und jetzt haben wir es hier auch schon um 7. Ergo, mein Applied-System funktioniert nicht, weil es keinen Strom kriegt. Ja, jedenfalls habe ich dann hier noch eine kleine Kiste stehen, auf die ich dann gleich zurückkomme. Weil erstmal muss mein System wieder hochfahren. Genau, danke. Und der meiste Schrott passt hier nicht mehr rein, weil das Ding einfach nur zu voll ist. Das ist gerade ein bisschen mies. Immer noch. Verdammt. Dann habe ich mir eben halt die paar Violen, wie heißen die? Naja, wo die schwarze Tinte drin ist, die habe ich mir dann nochmal geschnappt. Da habe ich mir hinten reingelegt. Dann habe ich noch ein bisschen mit der Matrix rumgespielt. Und so habe ich dann eben halt auch noch ein bisschen Zeug rangekriegt. Wie eben halt zum Beispiel diesen Bass hier. Und so, und jetzt kommen wir zu der Kiste. Wie schon gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet, weil das wäre dann wirklich echt ein zu langes Gewarte für euch, und das wollte ich euch nicht antun. Und zwar habe ich hier 64 Diamanten ja schon hergestellt und mir mal ein paar Item-Frames gemacht.
Ich habe mir gedacht, dass die Dinger hier wegkommen und dass ich die einfach nur hier an die Wand hänge. Dann passt sogar perfekt. Und mir eben halt die Köpfe da so reinschmeiße. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem Zombie-Kopf. Beziehungsweise mit allen beiden. Und in der Mitte, ich hoffe, ich krieg noch so ein. Achso, es gibt ja keine Mitte hier. Ich hoffe, dass ich noch einen Skelettkopf kriege für hier. Ist eben halt so eine Art Warnung, gab der Warnung für die Gegner. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Und wie schon gesagt, drückt die Daumen, dass das mit der Nobeldrohne funktioniert, dass die wirklich Nobel bleibt und nie wieder irgendwas anderes. Es war ein Graus, die in Anführungsstrichen herzustellen. Es ging gar nicht mehr. Also das war wirklich ein Hin- und Hergerennen in der Zeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin voll. Ja, sehe ich schon. Na egal, dann eben gebracht. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammte Axt. So, jetzt noch die restlichen Eier erstmal raushauen. Ja, komm. Kommst du? Ah nee, ich kann sie einfach wegschmeißen. So. Jetzt eben mal noch die restlichen 11 Eier. Du kommst auch noch weg. Weil das Zeug müllt einfach nur noch das System zu. Ist eben halt wieder so typisches Müllsystem, Zugemülle, Gedöns, Problem und so. Was auch immer. So, wie wir sind die scheiß Schneebälle stackbar. Ich weiß es nicht. Hatten die nicht irgendwie eine bestimmte Begrenzung an. Einer. Was? So. Jedenfalls, ich muss auch irgendwann mal entweder eine neue Festplatte einbauen oder das System mal wieder ausmisten. Weil, wie schon gesagt, das geht gar nicht, was hier schon wieder abgeht. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, ziemlich viel davon brauchen wir noch. Kann so jetzt nützlich gewesen sein, ist mir jetzt aber egal. Zum Beispiel das hier raus. Dann habe ich ja noch ein paar Pistons vorbereitet. Schon alleine wegen dem. Oh, eine Kirschsetzling. Jetzt regnet es wieder ernsthaft. Wegen den ganzen In- und Output-Bussen. Klingt komisch. Aber besser so als anders. Was kann ich noch? Willow nicht ewig mal hinpflanzen. Sakura will ich auch mal hinpflanzen. Damit kann man eh nichts machen. So, du kommst weg, du kommst weg. Ein Teil davon kommt weg, ein Teil davon kommt weg. Wo sind jetzt meine Willow-Bäume? Da. Ich glaube, das sind diese Trauerweiden. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. So. Ich hoffe, das Ding wird nicht allzu groß, damit ich hier mein. Wie heißt's? Bienenstock dann stört. So, noch ein paar von denen. Und noch die zwei und jetzt noch die vier hier. Ja, damit es ein bisschen schöner aussieht. Mal schauen, was draus wird. Bin ich mal gespannt.
Dann habe ich noch ein, also jetzt nochmal zurückzuführen hier, halt 83 Diamanten von 100. Glaubt mir, es war eine Scheißarbeit, aber ich habe es jetzt ganz anders gemacht. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Oh nein, er hat was gemacht und ich habe es noch nicht gezeigt. Habe jetzt auch den Messerräder woanders hingehangen und den eben halt gesagt, hier, schmeiß Kohle rein, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Und ich dann auch keine Probleme habe. So, die bauen weiter schön, die zwei. Das war jetzt ein deutsch-komisches. Und, naja, wie schon gesagt, sechs Diamanten haben wir schon insgesamt. In der Kiste jetzt. Bin am Überlegen, ob ich mir noch mehr solche Monitore bastel, weil die sind ja schon doch recht informativ. Alleine schon für das wertvolle Zeug, wie zum Beispiel Redstone und den ganzen Mist, Enderperlen. Du bist doch schon wieder fertig zum. Ja. So, wie schon gesagt, ich hoffe, die bleibt nobel. Ich hoffe es echt. Das war echt. Was ist denn das eigentlich schon ein Bild? Ach so, das ist. Das war echt ein elendisches Gemache und Gemähre und hin und her und hat man nicht gesehen und. Boah. Dass da endlich mal so eine ordentliche Biene rauskommt. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Gib ich ehrlich zu. So, dann kommen blub, 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 das weg, dann das weg. So, dann hau ich dich mal kurz hier rein. Du kommst mal kurz raus. Honeychew, toll. Ey, toll. Ein Honigtropfen. So, die Heatvents, die tue ich ja dann so oder so dann unten noch weiter dran, unten weiter verbauen. Von daher lassen wir die erstmal da drinnen. So, und ich werde dann später eben halt, wenn ich wirklich noch zu viele Diamanten über habe, werde ich das so machen, dass ich mir noch so einen großen Speicherplatz da zulege. Wie viele Mimischeit-Dinger gedöns habe ich? 39. Ja, kann man eigentlich machen. Ist die Arbeit ist. Beschissener als eben halt. Moment. Oh Gott, 200 Rezepte. Als zwar mit den Diamanten. Und kommt auch nicht so viel raus. Aber die spart wenigstens ein bisschen Nerven. Und das Mimischeit-Gedöns brauche ich eben halt bis eine für eine Kohle. Also für die Kohle brauche ich das bis immer und krieg gleich dreimal Kohle raus. Ist eben halt ein bisschen mehr wert auf Deutsch gesagt. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ups, und. Oh. Hoch. Nicht so schnell, mein Freundchen. So, jetzt. Wie man sieht, läuft das alles. Und der Kohlenstaub, der ist dann wieder hier drin im System. Schreibe ich schon wieder. Na. So, da füllt sich's wieder langsam. Freue ich mich, dass das wenigstens ordentlich funktioniert. Damit ich ja nie wieder weiter rumbasteln muss. So nach dem Motto, hey, was habe ich nicht wieder falsch gemacht? So, 45, komm hier rein. Wie spät haben wir es? Um 6, also ab ins Bettchen. Jetzt habe ich auch vergessen, meinen Timer zu stellen. Ja, toll. So, das System ist natürlich wieder aus, weil dann die ganzen Geräte hier den Strom erstmal wieder auffüllen müssen. Aber das bin ich schon alles gewohnt, das ist alles kein Problem. Glas habe ich in der ganzen Zeit auch ein bisschen vorbereitet. Also